Hey, hey, Dennis Kohl hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show Nummer 67, heute am 4. April 2017. Auch heute wieder ein paar spannende Themen für euch mitgebracht. Wir beginnen wie immer mit dem Preis. Der Preis aktuell bei 1145 US-Dollar, das Hoch der letzten 24 Stunden 1151, also wir stehen kurz unter dem Hoch. Und das Low war 1110, also auch hier wieder eine kleine Chance für Trader, die sich damit befassen. Also wirklich spannend, was man hier wirklich mit Bitcoin täglich erlebt. Ja, und das Thema Trading ist auch ein Thema, wo ich immer wieder Fragen zu bekommen, werde ich in der Zukunft ein bisschen öfters ansprechen. Also beginnen wir mit dem ersten Artikel heute aus einer Zeitung aus der Schweiz mit dem Titel: Die Revolution lässt noch auf sich warten, noch ist die digitale Währung eher ein Randphänomen. Und trotz rasanter Verbreitung, ja, ist Bitcoin dennoch sehr weit weg vom Massenmarkt. Und hier gibt es einen coolen Artikel. Vielleicht erinnert sich der ein oder an, mit 10.000 Bitcoins konnte man auf Lieferservice.ch, wenn man das sich anguckt, ja, ca. 625.000 Pizzen zu je 16 Franken bestellen. Vor 8 Jahren hat jemand den gleichen Betrag für 2 Pizzen ausgegeben. Rückblickend war das so die erste reale Transaktion in der Geschichte der Kryptowährung, aber für denjenigen, der die 10.000 rausgehauen hat, ein schlechtes Geschäft, denn heute sind die 10.000 Bitcoins ja über 10 Millionen Dollar wert, 11 Millionen, um genau zu sein. Und das war damals so, der Programmierer aus Florida hat die 10.000 Bitcoins an einen Forum-Kollegen in England überwiesen. Der hat darauf mit seiner Kreditkarte bei einem Lieferdienst in den USA angerufen und die Pizzen liefern lassen. Ja? Und weil es gab einfach keine Akzeptanzstellen. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Ja? Jetzt kann man schon an vielen Stellen mit Bitcoin zahlen. Ich war jetzt gerade auch in der Schweiz und in Stadt Zug. Und da kann man jetzt sogar an der Einwohnerkontrolle Gebühren bis zu 200 Franken mit Bitcoins bezahlen. Und Webseite coinmac.org listet für die Schweiz aktuell 12 Akzeptanzstellen auf, ja, vom Airbnb-Zimmer bis hin zu Gleitschirmflugschule. 12, noch nicht sonderlich viel, aber immerhin ein Anfang, ja. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Gutschein zum Beispiel mit Bitcoin zu kaufen. Amazon macht das mit Purse.io, ja, habe ich auch schon mal drüber berichtet. Aber die großen Schweizer Online-Händler setzen noch nicht auf Kryptowährungen. Natürlich gibt es ab und zu mal einen Wunsch von Kunden, mit Kryptowährungen zu zahlen, aber bei vielen ist es noch nicht wirklich angekommen. Und die meisten haben sich einfach mit Bitcoin noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Und viele haben vielleicht auch ein bisschen Bedenken, weil das Image manchmal bei Bitcoin nicht so gut ist. Aber es gibt halt auch ein paar Hürden, wie das Wallet anlegen ist für viele einfach noch wirklich noch Neuland. Und hier im Artikel von der Zeitung geht es auch darum, sie schreiben wirklich, die Blockchain hat eine große Zukunft, denn die Blockchain wird einfach die Art, wie weltweit Geschäfte gemacht werden, grundlegend verändern. Und im Moment findet sich die Technologie in der Finanzbranche sogar noch in der Testphase, aber marktfähige Anwendungen zeigen sich noch ab. Also ich denke, hier stehen wir wirklich noch am Anfang. In den nächsten 3 bis 5 Jahren wird es dann einen großen, großen Sprung geben. Und diejenigen, die sich jetzt einfach mit dem Thema befassen, sind natürlich damit sehr gut beraten. Ja? Dann ein cooler Artikel von der Süddeutschen. Endlich sagt es mal jemand, Japan erkennt die Internetwährung Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel an. Das könnte dem digitalen Geld natürlich helfen, einfach ein bisschen beliebter zu werden. Und gleichzeitig ist halt jetzt die Digitalwährung auch der Regulierung da, unterliegt der Regulierung. Und der Kurs, wir haben es ja gesehen in den letzten Wochen, der hat wirklich sehr extrem geschwankt. Aber Japan ist jetzt als erste Nation wirklich hingegangen, hat gesagt, wir erkennen ihn als offizielles Zahlungsmittel, als Währung an. Und auch Deutschland hat das sich schon mit dem Thema Bitcoin befasst, aber in Deutschland ist es keine Währung, sondern eine Rechnungseinheit und Privatgeld. Und hier steht, de facto hat die Bundesrepublik Bitcoin damit als Zahlungsmittel definiert. Ja. Gleichzeitig regulieren die japanischen Behörden ähnlich wie ihre deutschen Konterparts Digitalwährungen. Im asiatischen Land müssen sich beispielsweise Betreiber von Bitcoin-Börsen fortan beim Staat anmelden. Ja, zudem müssen sich Unternehmen, die Geschäfte mit Digitalwährungen machen, an strengere Vorschriften halten, etwa bei der Geldwäschebekämpfung. Ja, und ein Verbandsvertreter, er sagt, damit schafft man Rechtssicherheit und beendet juristische Grauzonen. Das Risiko für Unternehmer sinkt, sich womöglich strafbar zu machen. Ja.
Aber die neuen Regeln können ganz klar dem Bitcoin helfen, einfach virtuelle Währung attraktiver zu machen und dementsprechend natürlich neue Nutzer anzuziehen, was natürlich dann auch den Kurs weiter nach oben drücken sollte. Also, Fakt ist, Japan ist auf jeden Fall der zweitwichtigste Markt für Bitcoin und ich denke, diese Position bauen sie weiter aus. Dann noch ein cooler Artikel vom Cointelegraph abschließend heute. Es gibt endlich mehr als 1000 Bitcoin-ATMs. Im März alleine wurden 53 aufgemacht. Ja, wenn man auf die Seite Coin-ATM-Radar geht, da hat man ja eine Übersicht über die ganzen Bitcoin-ATMs. 1100 sind es jetzt an der Zahl. Ja, und im Februar waren sogar 86 neue Automaten, die aufgemacht wurden. Und es gibt natürlich auch noch weitere Maschinen, aber nicht alle sind jetzt hier auf dem Listing drin. Ja, in Russland wurden jetzt zum Beispiel auch welche ausgestellt, hatte ich auch schon mal darüber berichtet. In St. Petersburg, ich glaube die erste Maschine oder zweite Maschine. Es scheint so, auch dass hier sich langsam so ein Monopol bildet. Die größten Hersteller gewinnen weiter hier an Markt. Und die kleineren verschwinden nach und nach. Aber die Bitcoin-Automaten haben auch teilweise hohe Gebühren. Ich war jetzt gerade in Wien, in House of Nakamoto. Da zahlt man zum Beispiel 5% Gebühren. Ist jetzt nicht so mega hoch, wie ich finde. Aber teilweise zahlt man auch 8 bis 10% Gebühren. Aber cool zu sehen, dass es immer mehr Automaten gibt, die aufgestellt werden. Einfach auf die Webseite coinatmradar.com und da siehst du, wo es überall Bitcoin ATMs gibt. Abschließend kann ich nur sagen, Leute, Bitcoin entwickelt sich wieder weiter gut und positiv. Wenn du auf CoinMarketCap guckst, ja, die anderen Währungen sind auch wieder ja stark unter Druck. Einige, wie der Ripple hat gestern in 24 Stunden 24% verloren. Der Litecoin hat wieder 18% zugelegt. Also es tut sich einfach sehr viel in der Kryptowährungswelt und du bist hier definitiv zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn du dich mit diesem Thema befasst. Und wenn dir das Video gefallen hat heute, hey, gib mir ein Like, gib mir einen Thumbs up. Und wenn du Leute hast, die sich auch für dieses Thema Bitcoin und Kryptowährung interessieren, ja, dann teile dieses Video hier auf Facebook, markiere deine Freunde und ich würde sagen, ich bin raus. Und wie immer, ihr wisst Bescheid, macht es gut, schwenkt den Hut und in Bitcoin we trust. Bam!